Formel-1-Fahrer überfährt Murmeltier. Beim Training zum Großen Preis von Kanada wollte ein Murmeltier todesmutig die Strecke überqueren und wurde von Formel-1-Fahrer Romain Grosjean erwischt. Das ganze Jahr über wohnen die berühmten Murmeltiere auf der schönen, grünen Insel im St. Lorenz-Strom. Dem Ort, an dem einmal im Jahr das Formel-1-Rennen von Montreal stattfindet. Während des zweiten Trainings am Freitag versuchte mal wieder ein Nager über die Strecke zu hoppeln, überlebte den Versuch jedoch nicht. Grosjean bedauert Unfall. Haas-Pilot Romain Grosjean konnte nicht mehr ausweichen und erwischte das Murmeltier frontal. Der Franzose bedauerte den Zwischenfall, leider hat ein Tier am Ende entschieden, über die Straße zu laufen, wird Grosjean von motorsporttotal.com zitiert. Es war ein ziemlich großer Einschlag, es war auch ein ziemlich großes Tier. Ein Twitter-Beitrag seines Formel-1-Teams zeigte die Folgen des Unfalls für den Rennstall. Der Frontflügel wurde so stark beschädigt, dass er nach Angaben des Fahrers nun ausgetauscht werden muss. Wir sind, was Ersatzteile angeht, ziemlich limitiert hier, und einen Frontflügel auf diese Weise zu verlieren, ist schon etwas enttäuschend, sagte Grosjean. Trainingsunfall in Montreal. Formel-1-Fahrer überfährt Murmeltier. .2018, 13.54 PST Online. D. Deutsche Presseagentur. Formel 1 in Montreal, Romain Grosjean überfährt Murmeltier. Ein bestürzter Romain Grosjean, der Haas-Pilot, überfuhr im Formel 1-Training in Montreal ein Murmeltier. Quelle, Imago-Hoch 2, ein bestürzter Romain Grosjean, der Haas-Pilot, überfuhr im Formel 1-Training in Montreal ein Murmeltier. Quelle, Hoch2-Imago. Teilen. Binnen. Twittern. Drucken. Mayen. Redaktion. Beim Training zum Großen Preis von Kanada wollte ein Murmeltier todesmutig die Strecke überqueren und wurde von Formel-1-Fahrer Romain Grosjean erwischt. Mehr zum Thema. Formel 1, Ferrari, Vettel darf nicht die Personalpolitik bestimmen. Motorsport, Formel 1 Kalender 2018, alle Termine im Überblick. Das ganze Jahr über wohnen die berühmten Murmeltiere auf der schönen, grünen Insel im St. Lorenz-Strom. Dem Ort, an dem einmal im Jahr das Formel 1-Rennen von Montreal stattfindet. Während des zweiten Trainings am Freitag versuchte mal wieder ein Nager über die Strecke zu hoppeln, überlebte den Versuch jedoch nicht. Verstappen dominiert Training in Kanada. Grosjean bedauert Unfall.
Pass Pilot Romain Grosjean konnte nicht mehr ausweichen und erwischte das Murmeltier frontal. Der Franzose bedauerte den Zwischenfall, leider hat ein Tier am Ende entschieden, über die Straße zu laufen, wird Grosjean von motorsporttotal.com zitiert. Es war ein ziemlich großer Einschlag, es war auch ein ziemlich großes Tier. Ein Twitter-Beitrag seines Formel-1-Teams zeigte die Folgen des Unfalls für den Rennstall. Der Frontflügel wurde so stark beschädigt, dass er nach Angaben des Fahrers nun ausgetauscht werden muss. Wir sind, was Ersatzteile angeht, ziemlich limitiert hier, und einen Frontflügel auf diese Weise zu verlieren, ist schon etwas enttäuschend, sagte Grosjean. Kritik an Rennleitung: Sie wussten, dass es da war. Zugleich übte der Haas-Pilot Kritik an der Rennleitung. Ich bin enttäuscht, weil sie es vor Beginn der Session in Kurve 13 gezeigt haben, und genau da habe ich es getroffen. Er sei überrascht, dass sie es nicht umgesetzt haben. Das ist wirklich schade für das Tier.